Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Wir sind hier auf der Nürnberger Spielwarenmesse am Stand von Cosmos und bei mir sind Sabrina und Julian. Und jetzt werfen wir einen Blick in 5-Minute-Dungeon und spielen es auch mal an. Genau so ist es. Ich erkläre das erstmal, weil es ist ein sehr hektisches, aber auch originelles Spiel. Es ist ein kooperatives Echtzeitspiel, in dem es darum geht, dass man in einem Team Dungeons bekämpft. Und zwar gibt es an der Zahl 5. Und das zeigt auch schon, dass es im Laufe des Spiels Schwierigkeitslevel gibt. Und zwar gibt es steigende Schwierigkeitslevel, die sozusagen die Spannung bis zum Schluss erhalten. Jetzt zeige ich euch mal das Spielmaterial, dass ihr eine Vorstellung bekommt. Also wenn ich von einem Dungeon rede, was gibt es da? Wir haben also hier sozusagen eins der Dungeons. Da haben wir den Baby-Barbar. Das ist so der einfachste und leichteste noch zu bekämpfen. Und so ein Dungeon besteht immer aus einem bestimmten Deck, sogenannten Dungeon-Karten. Was ist da drin? Da drin kann sein ein Hindernis. Es kann aber auch ein Monster drin sein oder eine ganz verrückte Person. Manchmal kommen aber auch Ereigniskarten, da muss man einfach machen, was da draufsteht. So, das ist sozusagen ein Dungeon. Ich habe gesagt, Schwierigkeitslevel. Warum? Also zum einen von Dungeon zu Dungeon. Ich habe gesagt, hier ist die Nummer 1 und hier hinten seht ihr 2, 3, 4, 5. Denn wir haben für jedes Dungeon im Team nur 5 Minuten Zeit. Deswegen 5-Minute-Dungeon. Schaffen wir die Hindernisse, alle, die dort einem begegnen, aus dem Weg zu räumen, großartig, können wir den nächsten Dungeon spielen. Zudem gibt es auch noch ein Schwierigkeitslevel, das sich ändern kann innerhalb des Dungeons, weil auf der Rückseite sagt es mir immer, je nachdem, wie viel wir spielen, meinetwegen ich mit Julian zu zweit, wollen wir die Lehrlingsvariante spielen, die Heldenvariante oder dann doch schon den Dungeon Master, sagt mir, aus wie vielen Karten so ein Dungeon Deck besteht. Und das haben wir jetzt einfach mal aufgebaut in dem Moment für den Boss und genau das, was ich euch gezeigt habe, liegt dann da eventuell drinne. Was haben wir jetzt sozusagen für Waffen, um so einen Dungeon zu bekämpfen? Also jeder von uns hat sich eine Heldenkarte oder einen Heldencharakter ausgesucht. Das ist beim Julian der Paladin und der hat sozusagen auch ein Heldendeck. Und ich habe mir ausgesucht den Waldläufer. Auch ich habe ein Heldendeck. Dieses Deck unterscheidet sich individuell. Was alle drin haben, sind sogenannte Ressourcenkarten. Guckt mal, da habe ich euch eine Auswahl hingelegt. Die finden wir da drin. Manchmal einmalig, manchmal aber auch in der Zweierwertigkeit. Weil, ihr seht, das benötige ich, um diese Hindernisse, Monster, Personen zu besiegen. Oder wir finden auch Aktionskarten drin, die ermöglichen mir vielleicht sofort eine Person aus dem Dungeon Deck zu erledigen, ohne dass ich Ressourcenkarten verschwende. Also, wir haben Ressourcenkarten, wir haben bestimmte Aktionskarten und dann hat jeder von unseren Helden noch eine spezielle Fähigkeit. Das steht hier immer in der Mitte. Und da steht bei mir zum Beispiel Kunstschuss. Lege 3 Karten auf den Ablagestapel, das ist der daneben. Und dadurch darf ich auch sofort eine Person aus dem Dungeon besiegen. Das erstmal so als Überblick, was gibt es in dem Spiel. Und jeder von uns würde zu Beginn des Spiels 3 Handkarten ziehen. Mit denen spielen wir. Julian würde auch jetzt schon mal 3 nehmen. Ich würde dir einfach mal zeigen, oder Julian zeigt seine mal, die er hat sozusagen. Und wichtig ist ein kooperatives Spiel. Das bedeutet, wir müssen miteinander kommunizieren. Was hast du, was habe ich? Je mehr Spieler, desto schwieriger, was die Kommunikation anbelangt. Denn wichtig ist, wir können immer nur mit den Karten spielen, die wir auf der Hand haben. Das heißt, lege ich eine Karte ab, meinetwegen auf meinen Ablagestapel oder um den Dungeon zu bekämpfen, ziehe ich immer auf 3 auf. Das heißt, clever miteinander kombinieren, Spezialfähigkeit, unsere Ressourcenkarten oder eventuell Aktionskarten, wie das der Julian in dem Moment hat. So viel dazu erstmal als Einstieg und wir werden gleich mal ein Probespiel machen. Ich habe euch versprochen, dass wir jetzt eine Runde anspielen, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Also wie gesagt, wir haben 3 Handkarten, mit denen wir spielen. Julian, wir hätten auch noch einen Timer, den haben wir uns jetzt runtergeladen. Das ist eine mystische Stimmung, ihr hört das jetzt auch im Hintergrund. Oh, ich bin ganz gruselig. Hello Heroes, I'm hosting a party. It's called 5-Minute Dungeon. How about we play? 3, 2, 1, go! Unsere 5 Minuten laufen. Seid ihr bereit, Julian? Es geht los. Ich hab ein Pfeil. Aufziehen. Okay, Person bekämpft. Umdrehen. Ich hab einen Sprung. Du hast auch eins. Aufziehen. Super. Was brauchen wir noch? Hindernis. Ich hab alles. Ich hab alles. Dreh um. Was hast du? Ich hab ein Schild. Ich hab hier die Beine, die passen. Beides. Ja. Hast du super großartig. Ich muss wieder aufziehen. Ihr seht, Zeitdruck. Warte. Joker zählt wie eine beliebige Ressource. Oh, danke. Gut, wir haben Zeit angehalten. Also er hat eine besondere Karte gespielt. Jetzt können wir uns kurz überlegen, was wollen wir machen. Alles klar, erstmal eine nachziehen. Und clevererweise lege ich jetzt keine Karte, weil hier steht, sobald jetzt irgendeiner aus Versehen eine Karte legt, geht sofort weiter. Das ist genauso wie Sachen, die man aus Versehen ablegt, obwohl die schon anderer gelegt hat. Blöd gelaufen, hat man verloren. Ich habe mich gesammelt, ich bin bereit. Ich glaube, ich habe auch fast alles. Können wir weitermachen? Ich leg los. Ich hab Schriftrolle und so ein Pfeil. Dreh um, Julian. Ich hab ein Schild, ich hab wieder so eine beliebige Ressource. Ich zieh 3.
Ich habe wieder eine beliebige Ressource. Umdrehen, Julian, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Wir zwei sind super. Oh, ich habe zu viel gezogen, ist nicht schlimm. Warte, ich habe zu viel, ist nicht schlimm. Ich habe genau das. Und wenn ich jetzt sozusagen schon mehr als drei hatte, warte ich, bis ich wieder unter drei bin. Dann ziehe ich nach. Was haben wir? Monster, Monster. Kannst du nicht Monster besiegen, wenn du hier deine alle ablegst? Ja, ich lege sie ab. Alle drei ab. Können wir umdrehen? Drei neue ziehen. Prinzip verstanden, wir sind ein gutes Team. Eins, zwei, was brauchst du? Ich brauche noch einen Pfeil. Hab ich. Ich habe alles, Julian. Wunderbar. Ich kann schon wieder nicht bedienen. Ah, was spiele ich? Ich brauche einen anderen Teammitspieler. Das wird so nicht. Ich mache hier alles alleine. Person, ist das eine Person? Nein, du hast Monster, leg alle ab, alle ablegen. Danke. Gut, dass du mich hast. Hindernis, stopp, wir können nicht mehr. Wir machen hier Stopp. An der Stelle, was heißt das? Ihr seht, jetzt wäre die Zeit abgelaufen irgendwann und entweder wir hätten es geschafft, das haben wir vielleicht nicht, weil ihr seht, es ist noch so viel an den Karten drin. Das heißt, wir haben das Deck nicht besiegen können. Demzufolge müssen wir das Dungeon nochmal spielen. Wären wir richtig gut gewesen, hätten wir natürlich jetzt Boss 2 gemacht. Natürlich ist es auch so, wenn ich irgendwann alle Karten bei mir gespielt habe, weil Julian wahrscheinlich seine nicht so eingesetzt hat, wie wir sie gebraucht hätten, dann bin ich raus. Da muss Julian das Ding jetzt alleine meistern. Das heißt, ich bin aus der Nummer weg. Hat irgendwann keiner mehr Karten, die er nachziehen kann, können wir natürlich auch nichts mehr machen. Also die Chance zu verlieren ist relativ hoch, wenn man nicht vernünftig miteinander kommuniziert. Wir waren sehr gut. Wir würden noch besser werden, wenn wir länger spielen. Aber prinzipiell ist das das Prinzip des Spiels und wie gesagt, Schwierigkeit, Stufen, die sich steigern und damit auch die Spannung bis zum Schluss halten. Und ein bisschen laut wird es manchmal. Und wann wird das Spiel erscheinen? Das weiß der Julian, weil der Julian hat immer sowas im Hinterkopf. Julian, hast du nicht deinen Spickzettel? Hast du den? Komm, hol ihn raus. Ich weiß es tatsächlich leider nicht. Dann gucken wir nach. So, 5 Minuten Dungeon im Mai. Okay, das wird im Mai diesen Jahres werden. Also seid schon mal vorfreudig, trainiert eure Finger und eure Kommunikationsfähigkeit. Genau. Ja, dann hoffen wir, ihr habt einen guten Einblick in das Spiel bekommen. Und euch beiden vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video.